Chimerus. Das ist der Händler, den wir finden müssen. Wir müssen hier hoch. Ach Gott. Da ist die Energie schon wieder aus. Oh Gott. Nein. Lass die Kleinen weg. Das ist wieder ein stärkerer Gegner. Nein. Nein. Stachelnetz. Sildor. Was bildest du dir ein, dich gegen mich zu stellen? Deine Rüstung kannst du behalten, die ist nicht wert. Jetzt werden wir uns mal anschauen, ob der Händler was wert ist. Das ist nämlich der hier so abgeschieden wohnt. Nebenaufgabe aktualisiert. Ein Waffenschmiedmeister. Belohnung 1500, die nehmen wir natürlich mit. Nun, ich habe nicht viele Besucher. Sei gegrüßt. Wie kann ich dir helfen? Tja, und wo daran das liegt, das weißt du ja hoffentlich. Man stellt sich auch als Händler hier nicht so mitten in den Wald, wo keine Seele hinfindet. Das hauen wir alles weg. Das brauchen wir nicht. Der Ring ist auch nicht wert. Da haben wir zumindest schon mal wieder hier... Wiedersehen! Tschüss! Zumindest schon mal wieder die Taschen leer. Das ist ja ganz praktisch, dass wir den hier gefunden haben. Oh Gott. Wir sind jetzt hier an der Wasserfälle angekommen, oder was? Da! Der Verwüster! Die Chryseus-Fälle! Oh Gott. Ja, dann machen wir erstmal die hier weg. Die vergiften uns immer. Und der Blickswind ging irgendwie voll ins Leere. Ging ein Pfeil voll daneben. Oh, jetzt kommt die wirklich auch von allen Seiten her. Aber man kann sich auch mal schnell hier zu so einem... zu so einem Bogenschützen... hinstürmen, wenn der sehr weit weg steht. Ui, haben wir da ein bisschen was drin. 250, 250, Schildvergeltung, Sternreif der Fähigkeit. So. Dann haben wir die zwei noch weg, die Elite-Krieger. Ja, das war sehr Elite. Ja! 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 Ja. Bogenschützen hier. Dieses Abhauen auch immer, das stört mich ja schon ein wenig. Ach Gott, die stehen wieder in irgendeiner Aura. Da holen wir sie erstmal raus. Wer weiß, was da hinten wartet. Auch wieder so ein großer. Ja, die Füßler, die taugen ja nicht. Baumstamm öffnen. 60 Gold, 400 Gold. Gesundheitstrank. Hier nach oben müssen wir noch rein. Dann haben wir jetzt zwei Verwüster. Aber auch die taugen absolut nichts, auch wenn der eine Stufe 15 war. Kiste haben wir noch 100 Gold, 500 Gold. Zwei Tränke, ein Kampfhelm der Energie. Den würde ich ja fast schon nehmen, weil der hätte jetzt mal ein bisschen Energie und Reck drauf, aber er hat weniger Rüstung und ja, das hätte ich jetzt wirklich gegen das Leben mal eingetauscht. Aber ich nehme jetzt keinen Rüstungsverlust in Kauf. Das heißt, dass wir irgendwie so einen hybriden Gegenstand finden müssen, ne? Ja. Da hau ich noch voll drauf auf die Schweine, die greifen uns dann ohnehin an, wenn wir den Zentaur attackieren. Oh ja, hier ist einiges los. Ach ja, und da haben wir unser Level up. Sehr gut. Hab ich wieder ganz vergessen. 660 Gold, dass wir da so nah dran waren. Ich werde jetzt auch die anderen Fähigkeiten noch anskillen, die ich haben möchte. Das ist zum einen Hacken. Und ich sehe gerade, die Benutzungswahrscheinlichkeit erhöht sich nun doch noch. Auch wenn das immer nur ein Punkt jetzt pro Skill ist. Ist nicht viel. Und Kampfhut, die löst sich ja doch relativ häufig aus schon. Wenn man das bedenkt, dass jeder Zehnte
Schlag dann eine Wahrscheinlichkeit dann von 25% nochmal den Volltreffer auszulösen, skille ich den auch noch an. Und in den anderen reduziere ich jetzt den abgezogenen Schaden auf 20%. Und nehme in Kauf, dass ich nochmal 3 mehr Energie verbrauche dafür. Ja. Und ich denke mal, Kampfstandarte und Kriegshorn werde ich weglassen. Kriegshorn ohnehin, das ist mir eher so ein bisschen ein eher passiver Skill. Naja, so passiv ist er auch nicht, die Gegner zu lähmen. Aber ich möchte schon alle möglichen Punkte irgendwie mehr in den Damage reinbringen. Mit was würde denn der in Verbindung stehen? Mit dem Schicksalshorn. Also das baut dann wieder auch noch auf einen anderen Kriegsschrei auf. Das Kriegshorn kündigt das Schicksal des Feindes an. Das klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Solange das eben uns zugunsten kommt, dieses Schicksal, legt dessen Nerven blank und verhindert seine Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen. Das würde uns ja entgegenkommen. Das heißt wahrscheinlich, dass die Verteidigungsqualität bei dem sinkt. Was steht da? Reduziert die Lebenskraft des Feindes. 12 reduzierte Rüstung für 10 Sekunden. Ja, du kannst ihn ein bisschen in der Verteidigung schwächen, was es dir im Angriff halt ein bisschen, ja, hilft, dadurch, dass du dann mehr Schaden an den Gegnern ausübst. Insofern ist es gar nicht so verkehrt, ne? Zum einen lähmst du die und dann reduzierst du noch die Verteidigung. Ist eigentlich schon ziemlich stark. Aber so weit oben wollen wir ja gar nicht lesen. Ich versuche es wahrscheinlich ohne die beiden Kriegshörner hier und werde voll auf meine doppelten Waffen bauen. Das wird wahrscheinlich nach hinten losgehen. Ich kann es euch noch nicht sagen. Ja, wir sind dann wirklich der Gefahr ausgesetzt, dass wir so gut wie nichts einstecken können, ne? Wir können dann vielleicht ganz gut Schaden machen, aber kommen gar nicht ran an den Gegner. Also da kann ich mir vorstellen, dass wir noch einige brenzlige Situationen überstehen müssen. Ich aktiviere jetzt mal hier den Brunnen, während das wieder total ruckelt. Also ich muss ganz dringend den PC neu starten. Ich hoffe mal, dass die Folge 15 endlich mal hochgeladen ist. Und hier ist wieder eine Höhle. Und Gegner. Da unten sind Schweine. Aber da unten ist der Höhleneingang und es flimmerte schon wieder Licht aus einer Höhle heraus. Und ich entschloss mich anzustürmen auf die Schweine. Und da ist ein stärkeres dabei. Aber ich hau erstmal alle kleinen weg und dann konzentriere ich mich auf das monströse Wildschwein, was uns gerade hier so schön den Arsch entgegenstreckt. Ja, da kugelt's runter. Und wir gingen rein in die Höhle. Ja, und wir warten wieder Spinnen. Und ich weiß gar nicht, habe ich es jetzt endlich schon erwähnt? Ich unterbreche mich schon immer selber und vergesse es. Ich muss eben darauf achten, wenn ich den Kriegswind häufig einsetze, keine Energie habe, dass ich dann eben auch uns die Chance nehme, unseren Ansturm aufzuladen. Ne? Das Problem hatten wir ja vorhin schon mal. Aber wenigstens können wir uns jetzt die Tränke reinzimmern. Ich wollte gerade fragen, wieso sind denn hier die Satyren alle tot? Das sieht ja jetzt aus, als würden die Monster auch untereinander Krieg führen, ne? Vielleicht streiten die sich nur darum, wer das menschliche Fleisch bekommt. Ja, so sieht's ja eigentlich aus, ne? Wir drehen uns einmal mitten im Getümmel. Und ich klicke wieder überall daneben und da haben wir schon zum ersten Mal unseren neuen Effekt gesehen. Das Hacken finde ich total toll. Energietrank. Wenn Perseus dann so einmal seine Arme nach oben schwingt und dann komplett nach unten durchschlägt. Den Skill haben wir auch schon mal bei einem unserer Gegner gesehen. Wir können es jetzt auch sehr gut. Ja. Da ist wieder was gedroppt. Ja. Das ist eine Essenz. Was war das für eine? Die habe ich zu schnell aufgesammelt. Hier ist er. Ach, das ist wieder eine neue. Die hat man noch gar nicht. Essenz des goldenen Vlieses. Reliktscheibe. Minus 5 Energiekosten. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Vollständig würde das dann wahrscheinlich 15% bedeuten. Das könnte man fast anwenden, Mensch. Das wären dann minus 15% auf unsere 98. Das würde schon ein bisschen was ausmachen. Ne? Also da haben wir schon so, ja, so fast 8, die wir da abziehen können. Was so jetzt über den Daumen gepeilt. Hier geht es auch noch in mehrere Richtungen.
Ja, da bleibt nicht viel. Ja, und jetzt rein. Zack, 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 zack. Die sind natürlich jetzt auch wieder verlangsamt. Die lassen auch wieder ein Relikt oder ein Talisman fallen. Achilles Tapferkeit, sehr gut. 150 Knochen haben. Hinten haben wir noch eine Truhe. Wieder von einem Skelett bewacht. Tja, Ruhe in Frieden. Und ich werde mich bedienen an deiner Truhe. 300 Gold, 200 Gold, Armschutz und noch ein Stirnreif der Energie. Da sind wir hier im Norden auch durch und können nach unten. Denn da war ja auch noch ein Gang, der die Höhle entlang führt. Ja, hier unten war's. Ja, noch mehr Spinnen. Was willst du denn hier von hinten schießen? Ha. Oh Gott, da hinten sind noch mehr. Eine noch. Runenweber. Oh, damit haben wir jetzt hier die Höhle schon wieder aufgeräumt. Da können wir dann nach draußen. Der Ausgang war hier oben links. Ja. Aber jetzt ist draußen schon wieder Nacht. Ach, hier warten wir noch mehr. Wir holen schon mal wieder einen einzeln ran. Ja, bitte schön gehackt. Ja, wir schießen hier gegen den Zaun. Ah, der ist noch Stufe 10. Magier, was bildest du ein hier? Oh, das waren 175 kritischer Schaden. Gladius der Geschwindigkeit, Kurzsperr. Das möchte ich kurz kontrollieren. Ja, 177 haben wir jetzt schon unseren höchsten Schaden angerichtet. Und das größte getötete Monster ist tatsächlich auch die Spinne, die diesen Olivenzweig bewacht hat. Und ich habe gerade gesehen, ich muss nochmal 2 Punkte vergeben. Stärke und Geschicklichkeit, das habe ich ganz vergessen vorhin. Ja, das ist natürlich jetzt schon toll, ne? Da haben wir jetzt schon 2. Da brauchen wir nur noch einen und dann haben wir Angriffsgeschwindigkeit nochmal deutlich erhöht. Müsste ja dann so auf 12 steigen, oder? Ja. Ja gut, es ist sehr schnell. Aber das wird unsere Kobis der Vernichtung sicherlich nicht ausgleichen, oder? Schauen wir mal. SPS. Ne, da fehlt einfach auch der Grundschaden. Ne? Aber es hätte eben 15 durchschlagen. Es wäre schon nicht schlecht gewesen, aber es ist zu schwach. Truhe auf. 150, 360, Kampfhelm. Wo geht's lang? Hierhin. Nehmt das, ihr schützenden Bogen. Da habe ich noch eine Flasche fallen hören. Du Magier, wollte ich sagen, wartest mal kurz. Ach, da geht sogar auf Nahkampf über. Und in dem Moment, wo er seine Schweine beschwört, fällt er direkt um. Ja. Das nehmen wir eben mal schnell mit. Oh Gott, wer ist das denn? Nein, GLaDOS. Kurz zurückziehen. Rückzug. Oh Gott, ist das knapp gewesen. Verdammt, nein. Oh Gott, der hat auch Ansturm. Der hier. Das sind 2 starke Gegner. Nein.